Servus Leute, hier ist euer DüsiBS mit einem brandneuen Video und heute checke ich das Game GT Racing 2 aus. Es ist ja mittlerweile eigentlich ganz weit oben im App Store, also zumindest als ich drauf geschaut habe. Und dementsprechend kann das Game gar nicht mal so schlecht sein. Und ja, schauen wir das mal kurz an. Bin ich schon. Also bezüglich Professional Driver. Ich mag das nicht, ich mag an. So, Chevrolet. Tja, haben wir nur drei zur Auswahl. Dann nehmen wir den da. Irgendwie leckt es ein bisschen, habe ich das Gefühl. Klasse F. Alfa Romeo. Ich mag aber nicht das Kaufen. Ich hasse das. Ich liebe die Musik, die ist ewigst episch. Falls ihr die schon mal gehört habt irgendwo. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich habe ziemlich alle Asphalt durchgespielt, außer das 8er. Das taugt mir nicht so. Auch wenn das das Beste ist, theoretisch. Aber da braucht man so viel In-App-Käufe. Oder so muss so viel Zeit haben und die habe ich nicht. 6 von 10. Von einem Chinesen. Okay. Im Moment zocke ich die noch nicht so. Aber das wird schon noch. Geh weg. Bam. Schon bin ich dritter. Automatisches Bremsen for the win. Zweiter. Und erster. Das war jetzt easy. Boah. Falls Sie sich wundern, dass diesmal der Sound anders ist, ich probiere eine neue Aufnahmetechnik beim iPad aus. Plus natürlich ein neues Game. Wie ihr seht, diesmal kein Shooter, sondern ein Autofahrspiel. Ich muss mich übrigens noch bedanken für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Hab mich extrem gefreut, dass ich zu viele Abonnenten in der letzten Zeit mache. Gibt mir wieder eine neue Motivation. Bam, erster. Und Level 2. Und Fat Cash hier. 3 Sterne. So gehört sich das Düsi auf erster Stelle. GT Racing 2. Okay, verbessern. Mechaniker kaufen. Ihr wollt alle, dass ich das Geld ausgib. Das ist voll unfair. Cool. Okay, das war's Tutorial. Da oben. Super. Wagenpakete. Nachdem es ein Freemium-Game ist, gehe ich davon aus, dass das krass mit In-App-Käufen verseucht ist. Egal, brauchen wir jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach noch eine Runde, bevor ich diesen Part dann beende. Ja, bleibt nur das zur Auswahl. Côte d'Azur. Und jetzt werden wir ein bisschen Gegner gebasht. Also für alle, die jetzt noch nicht so ganz durchgecheckt haben, mein Upload-Plan ist eigentlich ganz easy. Indem ich 3 Videos pro Woche mache. Am Wochenende eigentlich immer ein Commentary oder irgendwas Modern Combat bezogenes. Dienstag habe ich so einen Serientag. Da kommt dann irgendwie sowas wie Road to Life New, Road to Life Bomber. Oder irgendwas der Richtung.
Und Donnerstag habe ich eigentlich immer so ein. Da zocke ich immer so andere Games aus der iOS-Szene an. Darunter jetzt heute GT Racing 2. Hoppala. Und ich denke, dass ich den Upload-Plan vielleicht mit MC5 ein bisschen verändern werde. Aber dann natürlich zum Vorteil von euch. Aber da halte ich natürlich auf dem Laufenden. Ich gehe ab wie Schnitzel. Bin schon Dritter. Und jetzt wird der Antonio Jacked hier überholt. Krass. Sieht mein Auto besser als die alle anderen. Aha. Das ist, glaube ich, am Anfang. Das ist immer so bei den Freemium-Spielen. Am Anfang zockt man die alle noch. Und dann irgendwann wird man voll deprimiert, weil man kein Rennen mehr gewinnen kann, ohne wirkliches Geld zu investieren oder ewig viel zu spielen. Aber coole Strecke. Grafik ist wirklich gut. Vom Freemium-Spiel auf jeden Fall. Ups. Was ich mir auch mal überlegt habe, ob ich vielleicht. Boah, da hätte ich bremsen müssen. Asphalt 8 Livestream. Aber ich werde es wahrscheinlich eher bei MC5 mal einen Livestream machen. Auf Twitch bin ich schon vertreten. Ganz normaler Account DüsiBS. Wobei das mit meinen 500 Abonnenten, oder knapp 500, bringt es überhaupt nicht jetzt schon streamen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich erst später machen, so als 1000 Abo-Special oder sowas. Spätestens bei MC5 wird wahrscheinlich eh die iOS-Szene wieder ein bisschen wachsen. Und dann ist es auch schneller möglich, da zu streamen. Oder besser möglich. Erster. Ja, ich hab dominated, so schaut's aus. Bam, erster wieder. Wieso hieß ich das Testaco und nicht Düsi Bärs? So was Seltsames. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen das Menü von dem Game an. Und dann würde ich diesen Part auch gleich schon beenden. So was das Beste zum Beispiel kostet. Bremsen. Handling. Beschleunigung. Beschleunigung ist immer wichtig. Beenden gratis. Das ist seltsam. Nein, würde ich nicht. Okay. Perfekt. Jetzt schauen wir uns das mal hier an noch. Was es noch für so viele Autos gibt. Getriebe upgraden. Okay. Fahrzeug. Ja, ich will ein anderes Auto haben. Shop, da ist es. Klasse L. Schauen wir uns mal die Autos hier an. Dodge Charger. Ford Mustang. Ah, das ist aber irgendwie falsche Klasse, habe ich das Gefühl. Ne, das sind nicht die schnellen Autos, die ich haben wollte. Dann nehmen wir Klasse S. Oh, hier. Den gibt es auch in Asphalt 7 und 8, glaube ich auch. R8. R18, Entschuldigung. Mazda. Bentley. Caterham. Ferrari. Ja, ich hole mir mal kurz 10.000 von den komischen Münzen da, um die zu holen. Volkswagen. Oh Gott, die Veyron. Geiler Scheiße. Okay, das war's schon. Ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle diesen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Oder abonniert mich. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Servus, Leute. Bis zum nächsten Mal.